Oh mein Gott, was ist los? Nein, er wird hochgenommen. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ihr seht gleich eine meiner allerersten Black Ops 4 Runden. Und diese Runde bringt eigentlich ziemlich lustig rüber, wie so ein Stream abläuft. Alle reden durcheinander, so viele Leute am Start, Monte dabei, Camo, Steel etc., Reapers und so, Freunde. Richtig, richtig lustig geworden, würde ich sagen. Gestern Nacht kam nämlich die Beta einfach raus, mitten in der Nacht, um 2 Uhr. Ich habe die ganze Zeit schon vorher gestreamt, auf einmal kam sie, dann direkt noch ein paar Runden gezockt, Leute. Und genau jetzt bin ich natürlich auch wieder online. Also wenn ihr dieses Video hier anschaut, jetzt gerade bin ich live auf Twitch, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung, schaut auch gerne vorbei. Könnt euch die Runde vielleicht danach oder gönnt ihr euch jetzt zuerst, Leute. Auf jeden Fall werde ich heute natürlich auch sehr, sehr lange streamen, Leute. Deswegen kommt vorbei, Link ist oben in der Beschreibung. Das Video ist aber auch richtig lustig geworden, die Runde halt einfach wieder, wie alle reden. Und eigentlich ganz nice Gameplay, sogar nice Szenen dabei. Let's go. Keine Ahnung, Alter. Ich gehe mir ins Bett, ich habe gerade Gamora, die zweite Staffel zu Ende geguckt, Digga. Ich hau mich gleich ins Bett. Wenn die Scheiße morgen nicht funktioniert, Digga, dann weiß ich auch nicht. Ich werde morgen Abend aber, glaube ich, auch erst streamen. Willst du nicht davor zocken? Was? Willst du nicht davor zocken, wenn es geht? Ja, doch ein, zwei Runden vielleicht schon, Digga, aber Streams tagsüber sind anders belastend, Digga. Ja, ich meine eigentlich wegen dem Wetter und der Hitze. Ist auch ja, passend, Alter. Ich komme auch gar nicht auf. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich streame jetzt seit 4,5 Jahren oder 5 Jahren immer eigentlich abends. Mhm. Bis auf Season jetzt, weil wo die Season mit Fortnite angefangen hat, da immer tagsüber gestreamt. Aber ansonsten, Digga, komme ich gar nicht auf mein Leben klar. Fühlt sich voll komisch an. Ich kann ja nicht mal Energy in die Uhrzeit trinken, Digga. Na, das ist echt ekelhaft. Wenn ich mir um die Uhrzeit Energy reinhaut, Digga, habe ich direkt den Schiss. Mhm. Wow, wie er geprefired hat. Oha. Na, scheiß drauf, Digga. Es fühlt sich aber schon, ich meine, ich spiele zum 7. Mal irgendwie diese Map hier. Aber, ich weiß nicht, dieses, wie gesagt, also, es fühlt sich an wie COD halt. Obwohl man die Spritze sich reindrückt, das ist halt ein Klick, den merkst du echt nicht. Aber es hat nur mit mehr Schlucken. Wie die Schlucken. Macht die Spritze dich instant wieder auf Full Life oder was? Muss man drauf achten, ich weiß nicht, ob es instant ist. Ja, 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 es gibt zwei Spritzen. Es gibt zwei Spritzen. Es gibt ein Specialist, also ein Perk-Spritze, das ist diese kleine, die Marcel sich gerade gibt. Das ist die effektive. Die hielt extrem schnell und der kann sich fast immer hier. Dann gibt es noch die normale Spritze, so eine fette, da dauert die Animation ein bisschen länger und man hielt sich langsamer. Und es dauert 10 Sekunden, bis du dich nochmal hier kannst. Ja, Rübs hat schon BOP studiert, Digga. Normal, Digga. Ey, direkt Referat hier, Digga. Das ist halt echt so eine. Wie so ein PowerPoint-Referat, PowerPoint. Digga, warum war ich in der Schule immer der Beste? Nie schüchtern. Ohne Scheiße. Und Steve, wie war bei dir die PowerPoint-Präsentation? Erzähl. Ja, direkt. Gesaved, Alter. Kappa. Echt krass, wie Spongen, Alter. Ich hab so geliebt, Digga, Referate. Nasenbluten des Todes hier. Also geil, aber die Leute haben aus Versehen Fortnite gelöscht, oder was? Glaub schon, ja. So ein Dulli, Digga, Mann. Man muss halt auch löschen und dann nochmal OK drücken. Ja. Sollen wir miteinander Digga, man muss einfach Streaks mit Dreieck raushauen. Das ist so weird, Alter. Wie haben sie das nicht einfach so gelassen? Ich find's auch scheiße, wenn man jemanden, also wenn man stirbt, kommt dann noch so ein, kommt dann diese Map auf den. Diese kann man das auch nicht skippen oder so. Kann man das skippen, Marcel? Weiß gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Oh, ich werde schon, schon hier wie Carsten, das wird Carsten Spot hier, Freunde, guck mal, wie unfair. Geil. Boah. Ein ACR mit direkt zurück. Oh, er hat mich fast gut. Okay, alles klar. Oh mein Gott. Das ist komplett. Ey, Jungs, ich hau mich, ich hau mich ins Bett. Gute Nacht, Digga. Ja, ich muss ja sowieso jetzt hier noch 3 Stunden runterladen, dann kommt sowieso wieder Fehlercode, ich merke es schon, Digga. Dann wird noch einmal ausgerastet, dann noch einmal gewichst und dann gute Nacht. Hab ich schon, Bruder. Ah, okay, sehr gut. Ich hab ein bisschen nebenbei die Instagram-Stories von dir reingezogen. Ja, da ist ja klar, Digga. Da kann man ja nicht normal bleiben. Ich wusste nicht genau, was mich zu sexuell erregt hat. Deine wilde Frisur oder deine lange spitze Nase, Digga. Das ist so eine Mischung, sag ich immer, ne? Ja, ich glaube auch, Digga. Ich glaube ehrlich gesagt auch. Und die Vorstellung, dass du dir auch bald eine Rolex holst, wie Camo. Ja. Wir gehen zusammen hier in Berlin. Wir gehen dann morgen auf Berlin zusammen. Holen wir uns schön beide eine Rolex. Spaß, Camo wird das Haus niemals verlassen. Nee, Mann. Problem. Easy, Jungs, ich wünsche euch was, das war gut, ne? Gute Nacht, hast du rein, Digga. Hau rein, Digga. Ciao. Ciao. Ah, Digga, ich will es mir jetzt auch runterladen, aber irgendwie. Boah, ich bin gerade so richtig drin, Alter. So diese, meine Hände sind so eins mit dem Controller. Das hatte ich bei Fortnite noch nie das Gefühl. Bei mir wird es richtig komisch, glaube ich, weil ich ja Fortnite relativ Freistance spiele und COD habe ich eigentlich immer Lowstance gespielt oder relativ low. Ich habe immer so 4-5 gespielt oder so.
Hab ich auch, Digga, aber wie Fortnite. Klarkommen jetzt. Du musst vorstellen einfach dann. Ja, Fortnite muss ich jetzt auch auf 7. Ja, das wird richtig weird langsam sich jetzt anfühlen, wenn ich gleich zocke, glaube ich. Oder ich bleib bei Warf Hisense, keine Ahnung. Ja, mach Hisense, hab ich auch gemacht, in GO 3. Von 5 einfach auf 7. Oder 8, 6, 8, 7, glaube ich. 8, 7 hab ich. Boah, Digga, das ist halt krass, wie er jetzt geschluckt hat, das ist halt wirklich nicht mehr normal. Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Was war so dein bester Score bis jetzt, Marcel? Weiß ich noch nicht, schwer zu sagen. Ich glaube jetzt gerade 3-2er KD. Ich weiß nicht, ich sehe halt nicht meinen Score, Digga. Ich weiß nicht, wie viel. Ah, da unten steht's. 16 Kills, 5 Tote, ja, keine Ahnung. Das sind locker richtige Schwitzer, glaube ich, jetzt auch. Ja, Digga, natürlich. Das sind Leute, die jetzt schon die 30 GB runtergeladen konnten. Allein das heißt ja schon immer nichts Gutes. Komm her, Digga. Na komm. Wieso steht statt Kills bei die IKEA? Weiß ich auch nicht. Was ist denn, Digga? So geil, wenn man die Laufwege irgendwie schon direkt versteht, man. Hau mal deinen Hund raus, komm. Ja, stimmt, ja, hast recht. Also, wo ist der Dreckskult? Er rennt schon direkt los, man. Wie schnell er rennt, das ist ja. Guck mal auf die Minimap. Das habe ich noch nie gesehen. Er hat jetzt schon. Wie er sprintet da hinten. Okay, okay, okay. One-hitted der? Ja, klar. Oh mein Gott. Dein Hund hat Last Kill. 20-6. Sind wir morgen auf YouTube. Einer schreibt Code mit K, Digga, outplayed. Einfach den Nightbot komplett outplayed. Also komplett. Ah, hier, oh, ist das eine schöne. Aber wieso hat der beste Moment so wenig FPS? Wollten die da Kinografik machen oder was, Digga? Was war schon eine schöne Szene. Mit den drei schönsten Kills.